Meine Damen und Herren, in Zeiten von Brexit, Bürgergeld und Bahnbahn suchen die Menschen nach Hoffnung und finden statt Lösungen nur Lagerkämpfe. Dabei könnte es so einfach sein. Völker dieser Welt, schaut auf Aachen. Hier wartet ein politischer Visionär, ein furchtloser Unterverängstigten, ein Mann, dessen Zunge so scharf ist wie ein Guillotinenball. Ein Ingo Appelt! Einen wunderschönen guten Abend. Wie ist die Stimmung? Ja, ich bin auch echt froh, dass ich es geschafft habe, hierher zu kommen. Die Gelbwesten haben Berlin fest im Griff. Ich kam kaum raus. Die haben bei mir die Straße blockiert. Die Gelbwesten. Bin ich hin, wollte ich schon anschreien. Habe ich gemerkt, es waren Schülerlotsen. Ja, so kann es gehen. Ja, aber ich freue mich, hier zu sein. Ich habe die Einladung gekriegt zu einem Jubiläum hier in Aachen. 160 Jahre AKK. Nee, Quatsch. So alt ist die Dame noch gar nicht, Entschuldigung. Aber, ja, man verguckt sich, aber es wird immer enger. Weil es wird alles immer, ne, AKK, ob AKV, ne, das, Politik und Karneval wird sich immer ähnlicher. Ich weiß es, ich bin in der SPD. Und das ist ein Haufen, echt. Die sind wieder, echt, neulich noch so jauchen auf dem Sterbebett. Und jetzt sitzen sie bei 16%. Jetzt haben sie wieder Oberwasser. Jetzt sagen sie, hier, jetzt wollen wir die raus aus der großen Koalition. Ja, die werden, das ist aber auch geil. Anstatt zu sagen, dass sie raus wollen, ne, mobben sie da rum. Man kann sich doch mal friedlich trennen. Das haben wir doch bei Horst Seehofer gesehen. Es geht doch, ne? Ja, ich fand Seehofer und seine Partei, die haben sich so brav getrennt. Das war fast schon wie bei Helene Fischer und Florian Silbereisen. Hör mal, das war eine schöne Trennung, das muss man einfach mal sagen. Nee, nix irgendwie Groll, Ärger, Streiterei. Nein, tschüss, war eine super geile Zick, weißt du. Ne, mach Idiot mit deinem neuen. Helene Fischer ist ja schon wieder bemannt. Also sie hat einen neuen Typen. Er noch nicht? Das war nur ein Test. Ich wollte gucken, ob ihr ähnlich denkt wie ich. Es ist sehr lustig. Ja, aber die SPD hat ja auch einen neuen Typen. Dieser eine, der sich immer nach vorne drängelt. So ein Nachwuchstalent. Der hat jetzt immer große Fresser. Wie heißt der noch? Nein, nicht Kevin. Sigmar Gabriel. Der denkt auch, weißt du, nur weil er so dünn geworden ist, merkt keiner, dass er wieder da ist, weißt du? Was denkt der sich eigentlich? Also man muss schon sagen, der hat ja wirklich abgenommen, oder? Der hat abgenommen. Ja, ich nicht, ich weiß. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, Schatz, wir sind eine Zugewinngemeinschaft, da muss was ran. Ne? Und ich hab auch mit dem Sigi, wir haben uns getroffen und da sagt er zu mir, Mensch, Ingo, ich habe 15 Kilo verloren. Sag ich, ja, Sigi, rat mal, wer die gefunden hat. Ja, es ist... Ist ja was da. Die Andrea Nahles, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die kann mir wirklich, also sie tut einem leid, oder? Sie ist die erste Vorsitzende der SPD. Ist aber auch interessant, dass Frauen immer nur dann in Spitzenpositionen kommen, wenn die Männer den Dampfer voll in die Scheiße geritten haben. Da muss man mal ehrlich sagen, ja, ernsthaft, der ist kurz vorm Absaufen. Eigentlich müsste sich Andrea Nahles umbenennen, und zwar in Andrea Doria. Ne? Ja, man muss auch sagen, besonders beliebt ist sie nicht. Ne, viele halten sie ja für die heimliche Tochter von Angela Merkel. Ja, da müsste man drauf achten, die trägt deren Klamotten auf. Und das ist natürlich, ja, ich weiß, Tusch. Aber überleg mal, Andrea Nahles will die SPD modernisieren. Das ist ungefähr so, als wenn du versuchst, ein Grammophon mit einem Smartphone kompatibel zu machen. Ich habe das gesehen, neulich wollte eine die SPD, die wollte die SPD bei Bares für Rares abgeben. Aber der Horst Lichter hat gesagt, Liebchen, da hast du mir wirklich was ganz Antiquiertes angeschleppt. Eine alte Tante, aber die macht's nicht mehr lange.
schlecht gefleischt, nimm mal wieder mit. Dafür kann ich dir kein Händlerkärtchen geben. Tschüss, liebe Leute. Ja, man muss schon sagen, die SPD kann einem leid tun. Für die SPD ist Regieren in Deutschland wie Sex in der Ehe. Man muss sich zwingen. Das ist auch nicht leicht. Das ist auch nicht leicht. Das ist auch nicht leicht. Und hör mal, ich hab schon vor über 10 Jahren habe ich gesagt, es wird hier in Deutschland nie wieder einen männlichen Bundeskanzler geben. Es kommt so, weil Männer sich halt schwer tun, Frauen anzugreifen. Weißt du, das ist mal so, dann wirkt sofort unscharf. Hier, Friedrich Merz. Friedrich Merz, das war der letzte maskuline Angriff in Richtung Kanzleramt. Friedrich Merz, da muss ich erst lachen, weil ich gedacht, der lag doch schon auf Angela Merkels Friedhof der Alphatiere. Der war doch schon eigentlich raus. Und dann kommt, ich meine, hat er noch eine Chance? Ich habe gedacht, wenn er noch mal kommen will, als Kanzlerinnengatte. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Er heiratet Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt deren Namen an, nennt sich dann Friedrich Kramp-Karrenbauer, also FKK. Ja. Ich weiß, Sie haben schlimme Bilder vor Augen. Ich weiß es. Sie sehen, nein. Wird er jetzt nackt durchleuchten? Nein, er wird nicht nackt durchleuchten. Er wird sich ein schwarzes Röckchen umhängen, damit sein Fritzchen nicht friert. Ne? Und wenn wir ihn dann sehen, sagen wir, guck mal, da kommt der Friedrich mit seinem BlackRock. Also das ist schon... Aber mal ganz ernst, was ist denn, wenn die Große Koalition wirklich auseinanderknallt? Also wenn die SPD gibt, gibt es dann Neuwahlen, Minderheitsregierung oder doch wieder eine Neuauflage von Jamaika? Wo ist denn der Lindner? Die arme Socke. Er hat sich schon versteckt. Er muss schon erst... Ja, trink dir mal Mut an, wenn du daran... Nee, musst du nicht mit Wasser, da musst du schon viel saufen, dass du das aushältst, mein Freund. Überleg mal. Ich meine, das ist ja nicht nur das mit der CDU, du musst ja mit den Grünen, die angeblich neue Volkspartei mit 70.000 Mitgliedern, ich lach mich scheckig, aber haben natürlich diesen unfassbar beliebten Robert Habeck. Nee, was hat er über den Habeck gesagt, Herr Lindner? Was hat er gesagt? Er wäre so schön cremig. Cremig, wie meint er das? Tagcremig oder nachtcremig? Man weiß es nicht. Ja, ein bisschen Diva ist er schon, der Lindner, oder? Ne, das ist schon. Aber der Spruch, lieber nicht regieren als falsch regieren, den fand ich großartig. Das hat mir superklasse. Das hat mir sogar Weihnachten gerettet. Ne, als die Kinder vor mir standen, Papa, wie sieht's aus mit Geschenken, habe ich gesagt, nix. Lieber nicht beschenkt als falsch beschenkt. Weißt du, das ist genau. Das ist geil. Das ist geil. Und auch hier. Dann hat die neulich auch wieder, meine Frau ist ja so ein bisschen, wenn die so lüstern ankommt, dann sag ich, nein, lieber nicht irrigieren als falsch irrigieren. Das ist ja, das ist aber naheliegend, muss man schon sagen. Das ist ja, wir Männer sind ja mittlerweile eher die Lustflüchtlinge, oder? Wir haben keine Lust, wir sein werden. Männer stehen natürlich auf Frauen in Lederklamotten, das ist richtig. Aber doch nur, weil die so schön nach neuen Autos riechen, ne? Seien wir ehrlich. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Ja, wir sind eine Autonation. Jedes vierte Auto in China ist aus Deutschland. Wir sind eine Autonation. Deswegen ist nur logisch, dass eine Frau, die hierzulande Bundeskanzlerin werden will, dass die Karrenbauer heißt. Ja. Karrenbauer, Autoindustrie, ganz klar. Und wenn eine Frau hierzulande auch noch linke Positionen vertritt, dann muss sie sich aber so klein sein, so klein muss sie sich machen, sagen, ich bin doch nur ein Wagenknecht. Es ist, ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Weil eins ist doch klar, wir wollen doch mehr Frauen in der Politik, oder? Ja, dafür muss der Job natürlich attraktiv sein. Aber sagen wir mal ehrlich, Politiker in Deutschland, haben die einen guten Ruf? Das haben die Männer versaut, seien wir ganz ehrlich. Wenn man Politiker denkt, ich kenne viele Frauen, die sagen, nee, ich tu mir nicht. Es ist also auch, wenn du dich hinstellst und sagst, hört mal zu, meine Frau hat mir erzählt, meine Tochter geht auf den Strich und mein Sohn geht in die Politik. Dann klopfen sie dir auf die Schulter und sagen, ach,
Ist alles nicht so schlimm, wenigstens aus dem Mädel ist was geworden. Ne, es ist ja wirklich, ja. Wir dürfen den Job auch nicht überfrachten, was man immer alles verlangt. Da musst du schlau sein, da musst du reden können. Ganz ernsthaft, wenn man als Politiker arbeiten will, muss man da reden können? Nein, scheiß drauf. Angela Merkel war, die Merkel, jahrelang war sie beliebteste Politikerin in Deutschland. Und dann ist hier ein Satz rausgerutscht, ein einziger Satz, ne? Wir schaffen das weg. Ja, es ist, ja. Ja, ist gut jetzt. Deswegen hat der Helmut Kohl die wahrscheinlich auch geführt. Der hat die ja gefördert. Helmut Kohl, wisst ihr noch, der hat ja auch nichts gesagt. 16 Jahre im Amt. Also ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, und das sage ich hier in aller Offenheit, da bin ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, da bin ich mit mir ganz einer Meinung, dass wir gemeinsam, also, und ich weiß, es ist ein bisschen, aber da läuft mir persönlich so ein bisschen auch so ein warmer Schwall den Rücken runter. Ne? Helmut Kohl, das war ja meine erste Parodie. Der Bundeskanzler, der Bundesrepublik. Ja, die Typen damals, Blüm noch, Norbert Blüm. Spaß muss sein, das war mein Liebling. Spaß muss sein, worum geht's denn eigentlich? Lasst uns beim Thema bleiben. Es geht um die Rente. Es geht, ja, die Rente ist sicher. Aber die Rentner nicht. Es hat sich nichts geändert. Es ist so groß. Ja, überleg mal. Kennt ihr noch Rudolf Scharping? Der war doch auch gerne. Der hätte die Flüchtlingskrise doch ganz anders gemeldet. Der hätte gesagt, ja, Flüchtlinge sicherlich. Wir schaffen das. Aber langsam. Ganz langsam. Das können sich die jungen Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Die kennen Roman. Viele denken auch, ich würde das erfinden. Leute sagen, Herbert Grönemeyer, das ist doch eine Erfindung von Ingo Appelt. Glaub nicht. Ja, meine Kinder zum Beispiel, die glauben das. Wenn die im Radio, wenn die das hören, dann sagen die, ah, der Papa ist im Radio. Ne? Ja. Und was sage ich dann? Da bin ich ganz ehrlich und sage, ja, genau. Ne? Hat euch das gefallen? Super, super lustig. Und habt ihr was verstanden? Ne, kein Wort. Ne? Ich habe gedacht, so muss es sein, getreu meinem Look. Ne, eigentlich unser Motto. Unser Motto, lieber nichts verstehen, als alles falsch verstehen. In diesem Sinne, war einen schönen Abend, feiert schön. Ich sage, Hoche, Alauf! Für eine blühende Zukunft jenseits der Vernunft. Ingo Appelt, auf ihn ein dreifach Hoche! Ingo Appelt! Hoche!